Hallo lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin von Jurelda.de. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist, denn heute wollen wir den dritten Teil von unseren Grundlagen der Volkswirtschaftslehre vorstellen. In diesem dritten Teil werde ich euch die Regeln 5, 6 und 7 vorstellen. Kleiner Rückblick vielleicht an dieser Stelle. Bisher haben sich sämtliche Regeln, die Regeln 1 bis 4, auf das Verhalten von Individuen konzentriert. Das kannst du daran sehen, dass immer die Regel von du und dir und dich war. Jetzt aber wollen wir diesen Kreis erweitern und sprechen nicht nur von dir, sondern auch von mir und vielleicht von deinen Freunden, also von einer ganzen Gruppe von Menschen. In diesem Zusammenhang hast du sicherlich schon mal in den Nachrichten gehört oder auch in der Zeitung gelesen, dass deutsche Politiker gerne davon sprechen, dass Deutschland wettbewerbsfähig bleiben muss. Natürlich gilt es auch für die Schweizer und die österreichischen Kollegen und generell für alle Länder dieser Welt. Aber was meinen Politiker damit, wenn sie sagen, dass Deutschland oder eben ein Land im Allgemeinen wettbewerbsfähig bleiben muss? Nun, sie meinen nicht irgendeinen Wettbewerb im sportlichen Sinne, bei denen in der Regel der eine gewinnt und der andere verliert, zum Beispiel im Fußball. Deine Lieblingsmannschaft gewinnt 3:0. Und die gegnerische Mannschaft verliert dementsprechend 0:3. Nein, nicht um so einen Wettbewerb geht es. An dieser Stelle sei kurz erwähnt, dass so ein Spiel im Sinne der Spieltheorie als Nullsummenspiel bezeichnet wird. Deswegen an dieser Stelle, Nullsummenspiel ist ein wichtiger Begriff, den wir aber erst zu späteren Zeitpunkten vertiefen wollen. Das Nullsummenspiel. Nullsummenspiele sind immer, wie gerade gesagt, wenn der Nutzen des einen genauso hoch ist wie die Kosten des anderen. Aber wir haben es hier mit einem anderen Spiel, mit einem anderen Wettbewerb zu tun. Nämlich mit einem Spiel, das man auch als Handel bezeichnen könnte. Ein Handel findet immer dann statt, wenn die eine Seite etwas verkaufen und die andere Seite etwas kaufen möchte. Und in diesem Zusammenhang möchte ich euch gleich die fünfte Regel vorstellen. Nämlich, durch Handel kann es uns allen besser gehen. An dieser Stelle sei gesagt, dass es sein kann, aber nicht zwangsläufig sein muss. Was meine ich damit? Das möchte ich dir anhand von zwei kleinen Beispielen erläutern. Stell dir vor, nächste Woche steht eine Mathe-Klausur und ein Französisch-Test bei dir an. Mathe ist kein Problem für dich, da machst du dir mal gar keine Sorgen drum. Da schreibst du sowieso deine 1. Aber in Französisch, da sieht es ziemlich mau aus. Da wirst du höchstwahrscheinlich, so hat es die Erfahrung gezeigt, gerade mal eine 4 schaffen. Bei deinem Tischnachbarn ist die Sache gerade andersherum. Der ist in Mathe eine richtige Niete und wird da mit Mühe und Not gerade mal so seine 4 schaffen. Aber in Französisch ist er oder auch sie sehr, sehr gut. Da ist die 1 schon fast gebucht. Was könnt ihr also machen? Ihr könnt einen Handel eingehen. Und dieser Handel beruht in aller Regel auf einer sogenannten Arbeitsteilung. Unter Arbeitsteilung versteht man, dass derjenige das macht, was er am besten kann. Und das, was er weniger gut kann, das lässt der andere machen. Also, Arbeitsteilung ist ein weiterer wichtiger Begriff der Volkswirtschaftslehre. Die Arbeitsteilung. Also, wie kann so eine Arbeitsteilung in diesem Beispiel ganz konkret aussehen? Ihr könntet jeder für sich seine Klausur und seinen Test schreiben und ihr hättet am Ende jeweils eine 1 und eine 4 und damit im Durchschnitt also eine 2,5. Jetzt bist du aber schlau und schlägst deinem Tischnachbarn folgenden Deal oder eben Handel vor. Du sagst, du schreibst ohnehin eine 1 in Mathe, da machst du dir gar nichts aus, wenn dein Freund, der neben dir sitzt, ruhig auch ein bisschen abschreiben darf. Und wenn er dann plötzlich abschreibt,
dann bekommt er keine 4, sondern eine 2. Und als Austausch dafür bietet dein Freund dir an, dass du bei ihm im Französisch-Test abschreiben kannst. Und dann hast du auch keine 4 mehr, sondern eine 2. Und an der 1 in Mathe ändert sich für dich ja ohnehin nichts. Hast du also eine 1 und eine 2 statt eine 1 und eine 4, dann hast du einen Durchschnitt von 1,5 statt den vorherigen 2,5 Notenpunkten. Damit kannst du sehen, dass ihr beide keinen größeren Aufwand habt. Ganz im Gegenteil, ihr könnt euch auf das konzentrieren, was ihr besonders gut könnt, aber am Ende habt ihr einen deutlich besseren Notendurchschnitt. Und all das ist nur möglich deshalb, weil ihr euch die Arbeit geteilt habt und dadurch einen Handel betrieben habt. Vielleicht an dieser Stelle nochmal ein Hinweis darauf, euch beiden geht es damit besser. Und das ist genau unsere Regel. Durch Handel kann es uns besser gehen. Um vielleicht etwas mehr auf ein wirtschaftswissenschaftliches Beispiel zu kommen, möchte ich folgendes Beispiel bringen. Stellt euch vor, die Italiener, die können sehr, sehr gut Pizza machen. Das ist ja auch so. Aber die Italiener, die wollen ab und an auch mal Brot essen. Und am liebsten essen die Baguette. Aber Baguette können die gar nicht gut machen. Deswegen denken die sich, wir fragen unsere französischen Nachbarn einfach, ob wir von denen ein bisschen Baguette haben können. Und die Franzosen denken sich, ja klar, denen geben wir Baguette. Und da hätten wir doch lieber ein gutes Stück Pizza dafür. Und so haben am Ende beide, die Italiener, neben ihrem originalen Produkt, der Pizza, auch das Baguette aus Frankreich. Und die Franzosen haben ihr Baguette weiterhin, aber im Austausch dafür auch Pizza. Und damit können wir sehen, dass sich durch Handel mehrere Vorteile erzielen lassen. Der erste Vorteil von Handel ist, dass das Angebot, die Vielfalt in einem Land oder was auch immer unsere Zielperspektive ist, sich die Vielfalt deutlich erhöhen lässt. Nämlich von einem Produkt am Anfang, in diesem Beispiel auf 2 Produkte. Gleichzeitig steigt aber auch die Qualität. Denn gemäß dem Prinzip unserer Arbeitsteilung kann sich jeder auf das besinnen, was er am besten kann. Und das ist eben die Pizza für die Italiener und das Baguette für die Franzosen. Hätten die Italiener selbst versucht, ein Baguette herzustellen, dann wäre das sicherlich nicht so gut geworden wie das französische. Aber sie können jetzt das französische Baguette direkt importieren und damit haben sie ein gutes Baguette zu sehr guter Qualität. Und zu guter Letzt hat die Arbeitsteilung einen weiteren Vorteil. Dadurch, dass sich jeder auf das besinnen kann, was er am besten tut, kann erreicht werden, dass auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Das kennst du sicherlich selbst. Das, was dir Spaß macht, das machst du gern und da hast du auch ein Interesse dran, das weiter zu verbessern und zu vervollständigen. Damit können wir zusammenfassen, durch Handel kann es uns besser gehen und zwar in dreierlei Hinsicht. Erstens, wir haben eine größere Vielfalt. Zweitens, die Qualität ist besser. Und drittens, haben wir dadurch, dass jeder das machen kann, was er gerne tut, eine bessere Motivation, das, was wir schon haben, zu verbessern. Gut, bleibt die Frage, was ist die Voraussetzung, dass so ein Handel zustande kommen kann? Dazu braucht man in aller Regel einen Markt. Der Markt, das ist ein weiteres sehr wichtiges Wort im Zusammenhang mit der Wirtschaft. Was ist also der Markt? Der Markt, den kannst du dir ruhig als tatsächlich den Marktplatz in einer Stadt vorstellen. Da kommen ganz viele Verkäufer hin, zum Beispiel die Bauern aus deiner Region, und die möchten das Gemüse, das sie angebaut haben, verkaufen. Auf der anderen Seite kommen auch ganz viele Bürger aus deiner Stadt und vielleicht sogar aus der Umgebung, und die möchten dann die Produkte abkaufen. Also, ein Markt besteht immer dann, wenn wir viele Verkäufer und viele Käufer haben. Und weil das so ist in der Fachsprache, spricht man dann nicht von den Verkäufern, sondern von den sogenannten Anbietern.
Anbieter können wir zum jetzigen Zeitpunkt ruhig mit Verkäufern gleichsetzen. Anbieter gleich Verkäufer. Und das Gegenstück dazu sind die sogenannten Nachfrager. Die Nachfrager sind dementsprechend unsere Käufer. Das Ganze funktioniert also recht prächtig. Wir können damit Handel treiben und wirtschaften. Jetzt magst du dich fragen, ja, aber wie soll das Ganze funktionieren? Wir haben da sehr, sehr viele Anbieter und sehr, sehr viele Nachfrager, was ja die Grundvoraussetzung dafür ist, dass ein Markt funktionieren kann. Wie soll denn da was Gescheites bei rauskommen? Das muss doch eigentlich in einem riesengroßen Chaos enden. Das haben sich auch schon viele Leute vor 200, 300 Jahren gedacht und konnten dieses Phänomen nicht so recht erklären. Trotzdem haben sie sich Gedanken gemacht und einer von diesen schlauen Leuten war Adam Smith. Adam Smith war ein Philosoph, viele Leute wissen das gar nicht und halten ihn für etwas anderen, aber im Grunde war er ein Philosoph aus Schottland. Er hat sich Gedanken gemacht, wie all dieses Chaos vermieden werden kann, und ist dann auf die Idee gekommen, dass da so etwas Gespenstisches wie eine unsichtbare Hand im Spiel sein muss. Er hat natürlich von der Invisible Hand gesprochen, weil Englisch seine Muttersprache war. Also, die unsichtbare Hand ist ein weiterer wichtiger Begriff. Weil sich viele Leute dieselbe Frage gestellt haben, auch nach dem Tod von Adam Smith, haben sie eine Lösung für dieses Phänomen der unsichtbaren Hand gefunden. Wie wir sehen werden, ist diese unsichtbare Hand nichts anderes als der Preis, der einmal der Verkaufspreis sein kann, aber auch der Kaufpreis eben aus anderer Sicht. Und wenn der Verkaufspreis mit dem Kaufpreis übereinstimmt, dann haben wir dieses Phänomen der unsichtbaren Hand, die alles richtig in seine Wege lenken kann. Die unsichtbare Hand entspricht also dem Preis. Wir haben also festgestellt, dass wir einen Markt haben mit vielen Anbietern und Nachfragern, die irgendwie mit dem Preis koordiniert werden. Und das ist auch schon unsere sechste Regel. Die unsichtbare Hand koordiniert und organisiert die Wirtschaft. Die unsichtbare Hand koordiniert die Wirtschaft. Wenn das also so wunderbar funktioniert, magst du dich fragen, warum gibt es dann so etwas wie einen Staat? Nun, das ist eine berechtigte Frage und im Grunde würde es einen Staat auch gar nicht bedürfen. Jetzt gibt es aber Situationen, in denen unser Markt plötzlich seine Aufgabe nicht mehr gut ausführen kann. In solch einer Situation spricht man von Marktversagen. Marktversagen ist ein weiterer wichtiger Begriff. Das Marktversagen. Ein Markt versagt immer dann, wenn er seine Aufgabe
die Ressourcen, die auch als knappe Güter bezeichnet werden, nicht mehr effizient verteilen kann. Verteilen, haben wir schon in dem ersten Video gelernt, wird im volkswirtschaftlichen Sinn auch Allokation bezeichnet. Also, ein Markt versagt dann, wenn er knappe Güter nicht mehr effizient allokieren kann. Und genau an diesem Punkt wird es nötig, dass es einen Staat gibt. Der Staat muss für zwei Dinge im wirtschaftlichen Zusammenhang sorgen. Das ist einerseits die Effizienz und zweitens die Gerechtigkeit, die bei einem Marktversagen unter die Räder kommen können. Was meine ich damit? Wir haben gesagt, dass die Grundvoraussetzung für einen funktionierenden Markt möglichst viele Anbieter und möglichst viele Nachfrager sind. Jetzt kann es aber folgende Situation geben. Stell dir vor, du möchtest morgen auf dem Flohmarkt deine alten Sachen verkaufen. Du gehst also dahin, treibst deinen Handel und es funktioniert auch wunderprächtig. Aber dann kommt plötzlich ein großer, starker Typ und klaut dir einfach all deine Sachen weg. Dann wirst du dir sicherlich denken, so ein Mist. Und das kann mir ja wieder passieren, also wirst du höchstwahrscheinlich nicht mehr auf diesen Markt gehen. Jetzt hat der aber nicht nur bei dir geklaut, sondern bei all den anderen Ständen auch. Und alle anderen Anbieter denken sich, nee, wenn ich beklaut werde, dann gehe ich nicht mehr auf den Markt. Und was ist das Ergebnis? Wir haben nur noch wenige Anbieter. Haben wir wenige Anbieter, so spricht man von einem Oligopol. Ist dann nur noch einer übrig, dann spricht man in der Regel von einem Anbietermonopol. Und wenn gar niemand mehr da ist, ja spätestens dann ist unser Marktversagen eingetreten. Also, wie kann der Staat da helfen? Der Staat hat unter anderem die wichtige Aufgabe, das Eigentum der Beteiligten zu schützen. Ganz wichtig, eine Aufgabe des Staates ist der Eigentumsschutz. Und wie macht der Staat das? Nun, in aller Regel macht er das mit der Polizei. An dieser Stelle sei vielleicht darauf hingewiesen, dass die Regierung und auch die Polizei und andere Behörden in aller Regel als Exekutive bezeichnet werden. Die handeln aber nicht einfach so, sondern die handeln auf Gesetzesgrundlage. Und die Gesetzesgrundlage, die wird vom Parlament beschlossen. Das Parlament oder eben allgemein die gesetzgebende Kraft wird auch als Legislative bezeichnet. Und zu guter Letzt haben wir eine dritte Gewalt, das ist die Judikative. Das sind all die Richter und die Gerichte. Haben wir diese drei Gewalten, dann können wir von der Gewaltenteilung sprechen, die aus der Exekutive, der Legislative und der Judikative besteht. Anfangs hatte ich gesagt, dass neben der Effizienzsicherung auch die Gerechtigkeitssicherung eine Kernaufgabe für den Staat ist. In welcher Situation kann es zu Ungerechtigkeiten kommen? Stell dir vor, du möchtest in Urlaub fliegen. Du buchst also ein Reiseticket, ein Flugticket und zahlst dafür einen Preis. Jetzt könntest du denken, alle Beteiligten, nämlich du und die Fluglinie, haben sich mittels des Preises, der auch gleichzeitig unsere unsichtbare Hand ist, geeinigt. Das stimmt auch, allerdings kann es zu sogenannten Externalitäten kommen. Externalitäten ist wieder ein wichtiger Begriff. In diesem Beispiel ist die Externalität beispielsweise die Luftverschmutzung, die das Flugzeug verursacht. Oder auch der Fluglärm, der andere Leute, die mit eurem Handel gar nichts zu tun haben, nicht mehr schlafen lässt. Gut, wir können die siebte Regel abschließen, indem wir festhalten, Staaten setzen die Rahmenbedingungen für das Wirtschaftssystem. Rahmenbedingungen. Wenn ihr wollt, so sind die Rahmenbedingungen auch ein häufig gebrauchtes Wort. Aber es ist kein Fremdwort, deswegen habe ich es hier nicht aufgeführt. Also, die Staaten setzen die Rahmenbedingungen
für das Wirtschaftssystem. Mit den Regeln 5, 6 und 7 haben wir unsere allerwichtigsten Regeln zusammen mit dem ersten und dem zweiten Teil unserer Reihe abgeschlossen. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn ich euch die letzten Regeln, nämlich die Regeln 8 bis 10, vorstellen werde. Bis dahin, schaut doch auf unserer Homepage www.lyrella.de vorbei. Bis dahin, tschüss!